Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer besonderen Herausforderung und zwar zur Yoga-Challenge. Was das genau ist und warum es speziell für dich eine ganz großartige Erfahrung sein kann, das erfährst du gleich. Das Ziel dieser Herausforderung ist wirklich, dass du jeden Tag ein Video machst mit verschiedenen Schwerpunkten von Rücken über Schulter bis hin zu Flexibilität in den Beinen. Und wenn du das eine ganze Woche lang machst, dann erspürst du wirklich besser, was das mit deinem Körper macht. Und über diese Regelmäßigkeit ist das eine ganz eine andere Erfahrung, wie wenn man immer nur das abgehakt, zum Beispiel einmal in der Woche macht. Alle Videos sind ab sofort verlinkt. Das heißt, immer jeden Tag, wenn du Zeit hast, dann klick das jeweilige Video an und schau auf jeden Fall, dass du eine gewisse Routine in das Ganze hineinbringen kannst. Das heißt, nimm dir fix vor, dass du das immer um die gleiche Zeit machst, immer nach dem Aufstehen oder kurz vor der Arbeit, nach der Arbeit, in der Mittagspause vielleicht, damit das auch wirklich stattfinden kann. Es ist auch nur eine gute Idee, die anderen beteiligten Personen eventuell zu informieren und sich so ein bisschen einen Support zu holen. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir in einem bequemen Sitz, der für euch angenehm ist. Das kann der Kreuzsitz sein oder auch der Fersensitz. Fersensitz. Schaut, was für euch bequemer ist oder sonst unterpolstert mit einer Decke. Wir sitzen nicht sehr lange, aber es ist trotzdem lang genug, dass es unbequem wird, wenn die Position nicht passt. Das heißt, Decke nur unter das Gesäß legen. Schließ dann die Augen. Entspanne dann die Füße, die Beine, den Oberkörper locker lassen, Schultern entspannen, Hände, Finger und Arme locker, Nacken und Hals entspannt und das Gesicht entspannt. Die ganzen Gedanken, die Emotionen, die jetzt da sind, nimm die einfach nur wahr. Und mit der nächsten Ausatmung versuch dich nochmal ganz aktiv zu entspannen, Gedanken ziehen zu lassen. Einatmen. Ich öffne mich und beim Ausatmen ich lasse die Gedanken wieder ziehen. Wir üben gemeinsam den Ujjayi-Atem. Und zwar geht er so beim Einatmen, mal ganz gewöhnlich einatmen in den Bauch und dann in den Brustkorb. Gewöhnlich. Und beim Ausatmen nimm eine Handfläche und hauch dann gegen diese Handfläche mit offenem Mund. Und je nachdem, wie oft du diese Art der Atmung schon geübt hast, falls dir leichter oder schwerer,
Geh nach deinem Rhythmus. Und vielleicht gelingt es dir schon, aber keine Eile, vielleicht gelingt es dir, dass du ausatmest mit geschlossenem Mund. Manche mögen auch beim Einatmen schon Ujjayi üben. Die nächsten Atemzüge in deiner Geschwindigkeit. Es bewirkt, dass die Ausatmung speziell verlangsamt wird und über dieses Geräusch sagen wir auch im Englischen Ocean Breath dazu, der Klang des Meeres oder Meeresatmen. Nur zwei tiefe Atemzüge. Dann stell dich langsam auf Bewegung ein. Öffne die Augen. Wir beginnen in der Hocke. Schau, wie du die Füße, wie weit, wie breit du die Füße auseinandergeben magst. Normalerweise hüftbreit ungefähr. Vielleicht musst du nur eine Decke unter die Fersen unterpolstern, weil es sehr unangenehm ist in dem Bereich der Hüften, oder du bringst die Ferse gar nicht ganz nach hinten. Du kannst auf den Zehen bleiben und dich vorne am Boden abstützen, aber grundsätzlich ist es die Hocke, die wir da jetzt üben. Die Zehen leicht nach außen gedreht. Wenn es dir gelingt, gib nur den Trizeps zu den Knieinnenseiten und drück leicht nach außen. Dann erfährst du nur eine Öffnung in den Hüften. Wenn du nicht so weit in die Position kommst, dann üb so, dass es für dich passt. Das gilt für alle Positionen, die ich ansage. Es muss immer angenehm sein und es soll auf keinen Fall irgendwo zwicken. Gern auch hier wieder ausatmen mit Ujjayi. Langsam lösen. Dann schau, dass du das Gewicht nach rechts auf den rechten Fuß, auf die rechten Zehenspitzen verlagerst. Dann kannst du das linke Bein zur Seite strecken. In den Kranich wird der hin und wieder genannt. Da gibt es zwei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Entweder du bleibst mit dem gebeugten Bein, mit dem Fuß auf den Zehenspitzen, oder du sitzt dir, das ist ein bisschen schwieriger, nach hinten auf die Ferse. Schau, wie es für dich machbar ist. Und dann gib das ausgestreckte Bein, den Fuß, zieh die Zehen heran, drück die Ferse weg und schau, dass du in diese Gebetsposition kommst. Das ist eine ganz machtvolle Übung für die Balance. Nur kurz halten, zweimal tief ausatmen mit Ujjayi. Dann die Seite wechseln. Entweder du stützt dich mit den Händen ab, kommst leicht nach vorne und wechselst die Seite, oder du kannst es auch dynamisch machen, die Hände in dieser Gebetsposition lassen, das ist aber um einiges schwieriger, dann das andere Bein ausstrecken, nach links dich setzen, entweder abstützen oder dich nach hinten setzen in Richtung Ferse, das ausgestreckte Bein, die Ferse wieder wegdrücken, Zehen heranziehen, und hier kurz bleiben. Mit Ujjayi wieder ausatmen. Schau, dass du immer mit der Atmung verbunden bleibst. Speziell, wenn es anstrengend ist, wenn dich eine Position ein bisschen überfordert, hilft dir der Atem wieder. Nach vorne kommen, auf die Zehenspitzen. Und wir richten uns auf. Wir kommen ganz langsam nach oben mit diesen weit gekrätschten Beinen. Über einen möglichst geraden unteren Rücken nach oben aufrichten.
Gib dann die Füße zueinander. Wir kommen zum Sonnengruß. Der mobilisiert speziell den Rücken, aber auch die Schultern und wärmt uns gut auf für die Asanas, für die Stellungen, die dann folgen. Nach oben einatmen, Arme lang und leicht nach hinten für die Aktivierung im oberen Rücken. Und ausatmen, langsam nach vorne lehnen, die Beine ruhig leicht beugen. Wenn du mit den Händen nicht ganz hinunterkommst zum Boden, Beine beugen, beugen. Schau, dass du den Kopf entspannst. Als nächstes kommt das rechte Bein nach hinten. Rechtes Knie oder rechter Oberschenkel ist aktiv und Blick nach vorne. Als nächstes Atem halten und in den Stütz kommen. Du kannst, wenn ich länger was erkläre, ruhig weiter atmen in deiner Geschwindigkeit. In den Stütz, die Fersen drücken nach hinten, Schultern über den Handgelenken und das Gesäß nicht zu hoch und nicht zu tief. Versuch das zu erspüren, dann ausatmen, Knie, Brust und Stirn zur Matte oder in einem ablegen. Einatmen, die Füße ablegen im Vollspann, nicht ganz aufrichten, zur vollen Cobra, Shalabhasana B. Ist das? Und ausatmen, nach hinten herabschauenden Hund, Beine leicht gebeugt, das ist der erste herabschauende Hund. Nützt die Möglichkeit, um dich zu mobilisieren, ein Bein nach dem anderen auszustrecken. Dann rechtes Bein nach vorne, Blick nach vorne. Du kannst dich auf die Fingerspitzen aufrichten, wenn das angenehm ist. Und ausatmen, linken Fuß dazu, locker los. Einatmen nach oben, ausatmen, Namaste, die Ellbogen leicht nach unten drücken und zum Rücken, zum Latissimus heranziehen. Einatmen nach oben, ausatmen nach vorne, linkes Bein nach hinten, Blick nach vorne, halten in den Stütz, ausatmen auf die Matte. Auch hier, wenn dir die Atmung irgendwie so nicht gefällt, wie ich es ansage, geh nach deiner Geschwindigkeit. Einatmen, Cobra, ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein, ausatmen, rechtes dazu. Einatmen, Arme seitlich oder gerade nach oben. Seitlich ist es ein bisschen rückenschonender. Ausatmen, Hände vor die Brust. Noch zwei Wiederholungen, etwas schneller. Wir schauen nicht so sehr auf die einzelnen Positionen, sondern schauen jetzt, dass wir ein bisschen fließender werden im Sonnengruß. Einatmen nach oben, ausatmen nach vorne, rechtes Bein nach hinten, halten in den Stütz, aus auf die Matte, ein zur Cobra, ausatmen, herabschauender Hund, rechtes Bein nach vorne, einatmen, ausatmen, linkes dazu, einatmen nach oben, ausatmen, Namaste. Ein nach oben, aus nach vorne, links nach hinten, halten in den Stütz, aus auf die Matte, ein zur Cobra, ausatmen, herabschauender Hund, linkes Bein nach vorne, rechtes Bein dazu, einatmen nach oben, ausatmen, Namaste. Bleib kurz stehen, spür, welche Bereiche jetzt aufgewärmt worden sind. Bevor wir zum Helden kommen, dreh dich zur Seite und steig dann nach hinten für den Helden 1. Das heißt, das ausgestreckte vordere Bein, Fuß zeigt nach vorne, hinterer Fuß kann ganz nach vorne für Adha Chandrasana. Das heißt, beide Füße zeigen nach vorne, ungefähr hüftbreit, schau, dass du einen guten Stand hast. Oder du lässt den hinteren Fuß ungefähr so 45 Grad nach vorne schauen. Das Becken
Ich zeige zur Längsseite der Matte, die Hände sind am Becken und dann ausatmen. Schau, geh so weit nach vorne, bis dass das rechte Knie nicht über die rechte Ferse kommt. Und dann einatmen, beide Arme nach oben, die Handflächen zeigen zueinander. Und halten für 3, 2, 1. Ausatmen, die Arme nach unten nehmen, einatmen, vorderes Bein strecken und dreh dich ganz dynamisch jetzt zur anderen Seite. Du kannst über die Ferse praktisch den Fuß dann verschieben. Wieder beide Füße nach vorne. Wir machen noch einmal Adha Chandrasana, beziehungsweise schau, wenn der Fuß so ein bisschen 45 Grad nach vorne zeigt, ist das auch okay. Und schau, dass du nicht in einer Linie bist mit den Füßen, da wird es dann schwieriger. Und ausatmen, linkes Knie nach vorne, bis das linke Knie über der linken Ferse ist. Unterer Rücken ist aufrecht. Einatmen, Arme seitlich nach oben. 3, 2, 1 und ausatmen, Arme seitlich nach unten. Und elegant wieder zurück zur Längsseite. Wir kommen dann nach unten in den Hasen. Einatmen nach oben, ausatmen nach vorne. Bring die Knie auf die Matte, komm nach hinten in den Fersensitz, während ich das kurz erkläre, den Hasen. Und zwar lässt der Hase ganz gut erspüren, ist ein bisschen eine Vorübung auch für den Kopfstand, und lässt dich erspüren, welcher Punkt am Kopf gut geeignet ist für den Kopfstand. Messe es einmal so, indem du eine Hand jetzt nach vorne gibst und den kleinen Finger und den Daumen so wegstreckst, soweit es geht. Dann nimmst du den Daumen, legst ihn zwischen die Augenbrauen und rollst dann diese Faust nach oben. Und dort, wo der kleine Finger den Schädel berührt, dort ist der Punkt, wo du auch im Kopfstand einen ganz guten Stand haben wirst. Und das schauen wir uns an im Hasen. Komm nach vorne in den Vierfüßlerstand. Gesäß ist über den Knien, die Beine haben ungefähr 90 Grad, die großen Zehen berühren sich und schau, dass du ganz entspannt bist in diesem hinteren, im unteren Bereich. Es ist nicht der Hund, aber gut. Und dann merkt ihr diesen Punkt am Kopf, den legen wir jetzt unten ab zwischen den Handflächen. Und schau, wenn das schon sehr viel für dich ist, wenn das unangenehm ist, dann halte oder komm überhaupt aus der Position. Ansonsten bring die Hände zum Gesäß und einatmen. Bring die Arme langsam nach oben, aber nur so weit wie möglich, wie angenehm. Und ausatmen wieder mit Ujjayi. Nur 2 tiefe Atemzüge, einatmen. Mit der Ausatmung, mit Ujjayi, kannst du vielleicht noch etwas weiter in die Dehnung gehen. Und ausatmen, Hände über den Kopf. Langsam die Hände wieder zurückzubringen in Richtung Gesäß. Hände seitlich. Roll dich dann auf die Stirn, bleib kurz in der Stellung des Kindes, wo du die Arme nach hinten gibst, nimm die Füße. Bevor wir zum Schulterstand kommen. Und einatmen, nach oben aufrichten. Hände seitlich, du kannst dann mit den Füßen nach vorne wandern. Eine ganz sehr fortgeschrittene Übung wäre jetzt, in den Stütz zu kommen und die Beine nach vorne zu schießen, wenn du sehr fortgeschritten bist. Aber genau, und dann leg die nach hinten, ab in die Rückenlage. Schau, dass du über deinem Kopf noch ein bisschen an Platz hast. Wir kommen anschließend nämlich in den Pflug.
Wenn du den Pflug Halasana bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann empfehle ich dir, dass du dir einen Sessel oder einen Hocker noch hinstößt über den Kopf. Ansonsten schau mal mit, komm mit mir mit. Halasana, den Pflug. Du kannst den Pflug auch insgesamt nur an einer Wand üben, das heißt den Schulterstand relativ weit von der Wand entfernt. Das ist ein bisschen eine Übungssache. Ich zeige es kurz vor, die Abfolge. Wir kommen in den Schulterstand, Knie zur Stirn und weiter in den Pflug. Und da seht ihr ungefähr eine Beinlänge. Das ist der Abstand, den ihr braucht, wenn ihr die Beine dann ablegen wollt auf dem Sessel. Hände seitlich auf der Matte, dann einatmen, die Beine nach oben bringen. Vielleicht reicht da dieser Schulterstand, der halbe, beziehungsweise ist das noch der unterstützte. Dann nach oben drücken, das heißt die Beine kommen über den Kopf, die Hände auf Höhe des Kreuzbeins und dann richte die Beine auf, da entblöße ich jetzt meinen Bauch, nach oben aufrichten. Und im Schulterstand gibt es mehrere Varianten. Wenn du in den vollen Schulterstand kommen willst, wandere mit den Händen ein bisschen, bisschen nach unten in Richtung Schulterblätter. Da sind die Beine ganz gerade. Bei der Ausatmung wieder mit Ujjayi. Die Augen entspannt. Kopf locker. Für 3, 2, 1, dann die Knie langsam nach unten bringen. Wenn wer fortgeschritten ist, kann er hier versuchen, in den Lotus zu kommen. Ansonsten Knie zur Stirn und weiterkommen in den Pflug, indem wir die Beine ausstrecken über den Kopf. Und im Pflug legen wir die Arme seitlich ab. Du kannst dich auf den Zehen nur nach oben und über den Kopf ziehen und dann versuchen, indem du das Steißbein hinausdrückst und von dir wegdrückst, dass du noch eine gewisse Länge im Rücken schaffst. Im Flug ist es nicht immer einfach. Manchmal steht man so im Flug. Es ist jetzt gerade schwierig für dich, dass du mich siehst. Bleib einfach in deinem Gefühl vom Flug. Für 3, 2, 1. Und jetzt kannst du mit den Händen seitlich auf der Matte, wenn du die Herausforderung suchst, nach oben über den Schulterstand ohne Unterstützung der Arme kommen oder sonst einfach abrollen und Wirbel für Wirbel langsam aus der Stellung kommen. Bring die Knie zueinander und zieh das Kinn nur ein bisschen heran zur Brust. Schau, dass du wieder zur Ruhe kommst. Nach dieser ersten Umkehrstellung. Komm dann langsam nach oben. Ein Bein ausgestreckt, das andere Knie herangezogen zur Brust. Du kannst dich so nach oben ziehen oder du kommst etwas rückenschonender auf die Seite und dann so nach oben. Nächste Übung. Aus dem Langsitz heraus gehen wir in die Vorwärtsbeuge. Und schau, wie es da geht. Viele fällt es schwer, dass wir im Rücken aufrecht sitzen, speziell an mir am Anfang. Das heißt, wir haben dann eine Haltung ungefähr so. Und darum gehen wir über den Stock in die Vorwärtsbeuge, um sicherzustellen, dass der ganze Rücken schön gerade ist und dass wir nicht irgendwelche Bandscheiben beleidigen oder dass es in irgendeinem Bereich schädigend ist. In den Stock, beide Hände seitlich, dann die Zehen leicht herangezogen und schau, dass du jetzt einatmest und den Brustkorb etwas nach oben nur öffnest, Schulterblätter leicht zueinander
und der Kopf ist nicht irgendwo hinten, sondern wir ziehen das Kinn noch heran zur Brust im Stockdandasana. Und dieses Gefühl vom aufrechten Rücken, das kannst du dir jetzt merken. Wenn das schon eine Herausforderung genug ist, bleib hier. Es ist durchaus genug manchmal für den Anfang. Und für die, die weitergehen wollen, die atmen ein, bringen die Arme seitlich nach oben. Und mit der Ausatmung lass die Hände nach vorne fallen. Aber geh nicht gleich nach vorne. Es ist nicht das Ziel in der Vorwärtsbeuge, nach unten zu kommen mit einem runden Rücken, sondern wir wollen diese Achtsamkeit und diesen geraden Rücken möglichst lange haben. Leg die Hände ab und geh nur so weit, wie du das Gefühl hast, dass du spürst es in der Rückseite der Beine. Entspanne dann die Schultern, lass die Augen locker und vielleicht kommst du mit jeder Ausatmung dann noch ein bisschen tiefer in die Position. Es kann sein, dass du das linke Gesäß ein bisschen herausziehen magst und das rechte und so noch Länge schaffst in den Beinen. Wir bleiben für 4 Atemzüge. Und das ist eine Position der Hingabe, weil wir uns einfach ganz dieser Position öffnen, obwohl es manchmal unangenehm ist, aber wir lassen uns drauf ein und wir schauen einfach, was da ist. Diese Geduld zu entwickeln ist auch ganz wichtig im Yoga. Einatmen, langsam lösen. Schau, dass der Brustkorb wieder nach oben sich öffnet und zieh dann die Hände heran, komm langsam nach oben. Lass die Zehen leicht ausschütteln. Die nächste Übung ist die schiefe Ebene. Auch sehr interessant, aber wichtig ist, dass wir vor der schiefen Ebene und die Handgelenke aufwärmen. Das machen wir über das Kreisen. Schaut immer ein bisschen komisch aus bei mir natürlich. Hände kreisen oder ausschütteln. Es gibt sehr viele Übungen für die Handgelenke. Manche mögen zum Beispiel einen Arm ausstrecken und die Finger heranziehen. Bei den Handgelenken gibt es, wenn du zum Beispiel ein Kletterer bist, sehr spezifische Übungen. Mach das einfach, um ein bisschen die Handgelenke zu mobilisieren, die ja sehr feinfühlig sind und eigentlich nicht dafür gemacht sind, dass sie viel Gewicht aufladen. Aber wenn wir sie entsprechend aufwärmen, ist das durchaus möglich. Wenn man einfach kalt in so eine Position hineingehen würde, dann spüren wir das als Belastung und dann sagen wir, das geht nicht. Schiefe Ebene, die Hände in den Rücken und die Fingerspitzen von dir weg. Du kannst da die Fingerspitzen zu dir heranziehen, geht genauso, ist eher für den Anfang gedacht, aber wenn es zu strapaziös ist in den Handgelenken, praktizier das einmal so. Es geht nur darum, ein Gefühl zu entwickeln. Wir richten uns auf, verlagern das Gewicht auf die Fersen, bringen das Becken nach oben und schauen, dass wir eine gerade Linie bilden. Vorsicht, das kann sehr intensiv sein, wenn du die Bewegung nicht gewöhnt bist. Und ausatmen, ablegen. Gehen wir mit der Einatmung nach oben und mit der Ausatmung wieder ablegen. Für diejenigen, die das schon üben, die kommen einatmend mit mir nach oben, legen den Kopf nach hinten in Richtung Nacken. Wenn es keine Probleme mit der Halswirbelsäule gibt, und halten hier für 5, die 10 streben in Richtung Matte, 4, 3, 2, 1, Schulterblätter noch zusammenziehen für die Aktivierung im Brustraum und ausatmen, locker lassen, Gesäß ablegen. Und dann zeige ich dir noch eine weitere Variante. Einatmen nach oben. Wenn du in der vollen Position bist oder Blick zu den Füßen,
Linkes Bein nach oben ausgestreckt, kurz halten, ausatmen, ablegen. Rechtes Bein nach oben, ausatmen, ablegen und dann langsam das Gesäß nach unten bringen. Wir kommen in die Bauchlage, das heißt, wir drehen uns um die eigene Achse, kommen in die Bauchentspannungslage. Das heißt, die schiefe Ebene kann jetzt sein, dass die sehr intensiv zu spüren war bei dir in den Bereich der Schultern, in der Brust, in den Armen, in den Handgelenken. Schau auf solche, schau, wo sich der Körper ausdrückt und sagt, das geht nicht, das ist vielleicht nur zu anstrengend, oder? Er fordert dich noch und sagt, ja, ich gehe noch etwas weiter. Ausatmen und entspannen. Füße, Beine, Gesäß locker lassen, Oberkörper entspannen, Schultern locker, Kopf entspannt. Schau, dass der Atem wieder ganz zur Ruhe kommt vor der Kobra. Für die Kobra gib die Hände unter die Schultern, die großen Zehen berühren sich und einatmend, komm nach oben, schau, dass die Schultern nicht bei den Ohren sind und atme dann aus, komm wieder nach unten, leg auf der Matte ab. Bei der nächsten Einatmung richte dich auf und schau, dass du die linke Hand, wenn das möglich ist, nach hinten legst auf dein Gesäß. Du solltest die nur so weit aufrichten, wie du die Position halten kannst. Und das Gesäß sollte jetzt entspannt sein. Dann die Hand nach vorne legen und ausatmen, ablegen. Einatmen, nach oben aufrichten, rechte Hand nach hinten zum Gesäß legen. Schauen, dass das Gesäß locker ist. Rechte Hand nach vorne zu den Schultern und ausatmen, locker lassen. Einatmen, nach oben aufrichten, nur aus der Kraft des unteren und mittleren Rückens kurz halten. Ausatmen, ablegen, letzte Wiederholung. Einatmen, nach oben, Gesicht entspannt, Schultern weg von den Ohren. Halten für 3, 2, 1 und ausatmen, langsam ablegen. Du kannst wieder die Hände nach vorne bringen und Kinn auf den Händen ablegen, wenn du magst. Schau, dass du dazwischen wieder alles entspannst und beobachte auch die Atmung, die sich langsam erholt vor der Heuschrecke. Heuschrecke, rechte Hand nach hinten und die linke Hand nach hinten. Die Heuschrecke anfangs etwas unangenehm, ungewöhnlich. Wir richten uns nämlich auf, indem wir die rechte Zehe fest, rechten Fuß fest in die Matte drücken. Dann kommt das Becken nach oben und dann legen wir die Hand, setze das mit der Handfläche nach unten, unter das Becken. Wenn das zu anstrengend ist, wenn das schmerzhaft ist, dann zieh es wieder ein bisschen heraus. Du kannst die Hände seitlich anlassen, ohne dass das Becken drauf lastet, wenn das am Anfang bequemer ist. Dann links aufrichten, die Hand drunter verstauen. In der Heuschrecke ist es vorteilhaft, wenn wir die Hände weiter nach unten in Richtung Knie bringen. Je weiter, desto besser. Und wir machen wieder 3 Wiederholungen oder mehr, je nachdem, wie es für dich angenehm ist. Du kannst auch einatmen, die Beine heben und überhaupt die ganze Zeit halten.
Auch diese Übung sehr intensiv im Rücken anfangs, das heißt atme aus, leg wieder ab. Du musst nicht so weit gehen wie ich, geh so weit, wie es für dich angenehm ist. Einatmen, nach oben heben. Und ausatmen. Einatmen, nach oben heben. Und ausatmen. Hände befreien. Und entweder du lässt die Arme seitlich oder du bringst das wieder über den Kopf. Sehr intensiv im Bereich des unteren Rückens auch diese Position. Fördert auf jeden Fall die Flexibilität. Und wenn du Rückenschmerzen hast, ist das auch eine ganz eine gute Übung. Wir kommen dann nur weiter zum Bogen. Bring den linken Fuß heran und schau, dass du das linke Fußgelenk mit der linken Hand schnappen kannst. Wenn das schwierig ist, dann empfehle ich dir nun, dass du eine Decke nimmst und die Decke am Fußgelenk einfädelst und die Decke dann praktisch hier seitlich hast. Im Bogen richten wir uns dann auf, Dhanurasana, und kommen nach oben. Aber das ist eine sehr fortgeschrittene Übung. Das heißt, anfangs ist es vielleicht noch nicht einmal möglich, dass du die Füße erreichst. Dann nutz einfach die Decke und versuche immer wieder achtsam die Decke dann heranzuziehen und schau, dass du deine Füße irgendwann erreichen kannst. Sehr viel Übung damit verbunden, wenn du schon fortgeschrittener bist. Atme ein, Brustkorb nach oben bringen und drück die Füße weg für die letzte Dehnung und Aufrichtung im Bogen. Und entweder du haltest den Bogen oder du kannst auch im Bogen schaukeln, einatmen, dann Atem anhalten und schaukeln. Und ausatmen, langsam ablegen. Das heißt, du hast hoffentlich die Variante gemacht, die für die passt. Ablegen. Tief ein- und ausatmen. Wir kommen in die Stellung des Kindes. Das heißt, die Hände nach hinten ziehen, sodass du dich nach oben abstützen kannst. Dann mit den Knie heranwandern, setz dich dann nach hinten auf die Fersen und leg die Stirn nach unten, Arme lang nach hinten ausgestreckt. Mit jeder Ausatmung fallen die Schultern etwas weiter nach unten in Richtung Matte. Wenn du Unterstützung brauchst, weil du mit dem Kopf nicht nach unten kommst, weil es sehr belastend ist in den Beinen, weil du zu viel Druck hast. Du kannst da mit einer Decke unter dem Gesäß nur unterstützen, das heißt so in diesem Bereich. Du kannst aber sowohl eine Decke hier als auch eine Decke unter der Stirn nur unterlegen. Schau, wie es für dich passt, dass du nicht zu viel Druck hast. Wenn alles irgendwie unangenehm ist, dann komm einfach nach oben und bleib kurz so sitzen, ganz aufrecht. Ausatmen, wieder mit dieser verlangsamten Ujjayi-Atmung.
Wir sind schon fast am Schluss angelangt. Wir machen noch den Drehsitz. Komm aus der Stellung des Kindes langsam nach oben mit dem Rücken möglichst aufrecht. Rechtes Bein ist ausgestreckt. Wir machen den halben Drehsitz. Linker Fuß steigt drüber. Schau, wo das möglich ist. Vielleicht auch noch hier am Schienbein oder weiter nach oben in Richtung Oberschenkel. Und so wie wir es im Stock in den Dandasana schon geübt haben, in der Vorwärtsbeuge, so versuchen wir auch im Drehsitz mit einem möglichst aufrechten Rücken uns zu drehen. Es mobilisiert die Bandscheiben und wirkt sehr beruhigend auf die Nerven. Rechte Bein ist jetzt ausgestreckt. In dem Fall kommt dann die rechte Hand mit der rechten Ellbogenbeuge um das linke Knie herum und in diese Drehung gehen wir weiter hinein und legen dann die linke Hand möglichst in der Nähe der Wirbelsäule ab. Wenn du schräg bist, wenn du das Gefühl hast, du bist sehr weit hinten, das ist anfangs ganz normal, versuch dann noch den Brustkorb weit zu machen, das heißt dich nicht nur einzurollen mit den Schultern, sondern aufrecht zu bleiben. Und dann einatmen, die hintere Hand lösen, nach oben bringen und mit der Ausatmung nach vorne Seite wechseln. Das machen wir sehr selten, dass wir die Wirbelsäule so drehen, diese Drehbewegung. Darum ist die sehr heilsam für die Gesundheit der Wirbelsäule. Linkes Bein ausgestreckt, rechter Fuß steigt rüber. Linke Ellbogenbeuge übers rechte Knie und die rechte Hand möglichst in der Nähe der Wirbelsäule, nicht zu weit weg. Und über die rechte Schulter nach hinten schauen, aufrecht im Bereich des Brustkorbs, kurz halten, ausatmen wieder mit Ujjayi. Du kannst die linken Zehen nur heranziehen, linke Ferse wegdrücken für die Aktivierung in der Wade. Einatmen, hintere Hand und dann den Arm nach oben bringen, ausatmen, nach vorne. Du kannst jetzt nur in die Entspannungslage kommen, Shavasana, das heißt, leg dich einfach auf die Matte, die Füße mattenbreit, Zehen dann ganz locker nach außen fallen lassen, Handflächen nach oben gedreht, Schultern nach unten, Nacken lang, Kinn zur Brust gezogen. Lass den Atem frei fließen. Entspanne von den Füßen über den Bauch nach oben. Zu den Schultern, Hände, Finger locker lassen, Gesicht entspannt. Und bleib nur in dieser Entspannungslage liegen, so lange wie angenehm. Das ist wichtig, weil da sehr viele Prozesse im Körper in Gang kommen und in dieser Entspannungslage kann der Körper das dann gut verarbeiten. Du kannst gerne länger liegen bleiben, als ich das jetzt ansage. Komm dann langsam nach oben. Und wenn du das Gefühl hast, das ist nur ein bisschen mulmig im Kopf, bleib nur länger in der Entspannungslage liegen. Das war heute der Auftakt zur Yoga-Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es gerne kommentieren, liken, wie man eben sagt heutzutage, und sharen. Genau. Ich wünsche euch noch
einen schönen Tag, alles Liebe, spürt in euren Körper hinein, es wird auf jeden Fall angenehm sein, schaut, dass euch nie zu sehr in die einzelnen Asanas hinein kämpft, sondern immer entspannt bleibt. Alles Liebe und bis dann.